Na dann, let's go mit der nächsten Mission. Nicht mehr Dämonen, weil es ein DLC ist. Okay. Ich hab das schon auf Albtraum durch. Ich werde es jetzt nur durchspielen. Jedenfalls wegen der Box. Boah, hat die mich aufgeregt. Die haben sie gefixt. Aber der Originale. Wusste ich's doch. Sir, das Wetter stört das Signal, aber wir werden ihn auf die Hauptplattform teleportieren können. Dr. Hayden, Paket bereit zum Abflug, Sir. Wann immer du bereit bist. Wir können Erdeck nicht kontrollieren, ohne die Hilfe der Seraphim. Du hast das Siegel gebrochen, als du das Icon of Sin erweckt hast. Das Gleichgewicht zwischen ihren Dimensionen wurde durch die Unterwerfung Erdecks durch die Dämonen zerstört. Portal bereit in 3, 2. Genau so ist der Slayer am coolsten. Der Tod der Carmaker war ein unvermeidlicher Schritt, um die Erde vor den Dämonen zu bewahren. Aber er hat seinen Preis. Das stimmt wohl. Mir egal. Die UAC wird den Seraphim nicht kampflos aufgeben. Warum? Deswegen. Ich hab mich schon gefragt, der. Na, das hier.
Hier ist nicht mal viel hier, sehe ich gerade. Herausforderungen gibt es keine. Schon ja. Der war rot. Warum machst du einen Blood Punch? Sowas hasse ich, wenn's... Es war rot! Super! Ich fahre noch raus. Hat's geleckt. Dieses Spiel, what the hell? Teilweise diese Dinger blöd platziert, weil halt die meiste Pfand so in rumfliegen ist. Sie hätten ruhig rumfliegendes Zeug mit reinpacken können. Wären schon eher Ressourcenteile rumfliegen. Hätten sie auch alles rumfliegen lassen können. I guess. Scheiße. Das heißt, du kannst an dem Kampf rum... Nein, kannst du nicht. Ich wollte gerade sagen, kannst du damit vorbei, wenn du hier weiter musst, aber... Geht nicht. Das muss ich auch denken können.
Da gilt für alles. Boah, Junge, das trägt mich langsam mal auf. So, Torwitz. Warum sind die an? Ich hab die doch extra ausgemacht. Steckte Dämonen. Ja, die mach ich auch raus. Die nerven eigentlich nur. Sinn machen das Spiel auch schwerer, ja. Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Warum ist das alles wieder ange... What the hell? Ich hatte das ausgehabt, ich hatte das... Nein, aus! Bild sollte immer... So, jetzt kommt der Raum. War hier nicht noch einer? Ja. So, und los geht's. Springen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt aufheben, aber jetzt muss ich damit leben. Ich hatte vierfache Power. Danke dafür. Jetzt kann ich dich auch hauen. Ach, ich hab keinen. Und weißt du, wie geil mir das ist? Solange ich den Mond töten kann, ist das egal.
ist der? Was hasse ich hier hoch? Bescheuertes KI-Verhalten. Du bist der Letzte. Geh auf mich. Sei etwas aggressiver. Der brennt auch. Als ich die das allererste Mal bekämpft habe, habe ich immer gedacht, den muss man laufen. Jetzt denke ich, der ist echt viel zu schwach und zwei sollte man verkämpfen. Yeah, das ist mein Endscreen. Einfach alles weiß. Das ist at least cool. Wie komme ich jetzt wieder da?
Okay, cool. Okay, das ist doch geklappt, war ja Glück als Verstand. Der Archivier ist so viel wichtiger als der komplette Rest da. Oder? Der Arschwein, Archivier, was auch immer. Arschwein weiß ich auf jeden Fall. Vielleicht heißt es auf Deutsch Archivier. Ja, finde ich nass wird. Oh. Stimmt ja. Schlag zu! Cool. Jetzt habe ich auch keinen Bloodpunch deswegen. Was war denn da? Was war das für ein Teleporter? Ich bin so schnell nach vorne gebusst, dass es einfach nichts passiert ist. Triff ich? Geil! Sie haben wirklich alles animiert dann. Das ist ja mega geil. Gutes Spiel.
der gerade keinen Kopf gehabt? Mach auf. Nimm's mal. Es ist Fleisch von ihnen abgeflogen. Also habe ich getroffen. Nein. Paar Meter vorher hätte er sich markieren müssen. Der Schlüssel zur Kammer des Seraphim. Nun erwecken wir die Einzigen, die diese Welt retten können. Und ihre Bewohner. Egal, wie man es richtig abschaltet. Einfach nur. Kammer des Seraphim entfernt. Der Slayer hat den Schlüssel. Selbstzerstörung wird ausgeführt in 5, 4, 3, 2, 1, adieu. I doubt that, but okay.
Und los geht's. Okay. Ich bin Muni. Danke. Ich hab 3 gehabt. Wo ist er hin? Wo ist der Kettensäge? Ich glaube, hier ist keiner. Na dann, scheiß drauf. Da geht's weiter, also das war das hier. Ach, nicht der Raum.
Das musste natürlich so sein. Ich hebe mir uns noch mal ein Kind. Ich hier jetzt Slayer Tower. Ewig dauert eine Nation, Gott. Warte. Da ist ein BFG, also kann ich hier einen BFG-Schuss benutzen. Zu wissen. Killing Roar. Mein Gott. Dann für den nächsten, glaube ich, hier. Lass mich fliehen. Lass mich rennen, wieder runter geportet. Kannst du mich erinnern, dass wir zwei archiviert haben? Oder haben wir den zweiten? Ah, der ist auch gut. Kritischer Schaden. Wo läuft sie mir hinterher? Das bringt nur auf extra Leben und ganz schwer was. Das bringt auf der Schwierigkeitsstufe kaum was. Also ist, na, ich finde immer, das ist das Optimalste.
Koffer. Ich hatte drei. Säge. Ach, nee. Oh, fuck. Ich bin in der Luft, ist Bodenattack. Ne, trifft trotzdem. Da war's. Damit habe ich alles. Jetzt muss das Level nur noch abschließen. Warum das so weit weg ist. Und dann ist mir eingefallen, dass ich einen Knopf drücken muss. Die hätten es mich so programmieren sollen, dass so weiter auf dem Ding schießt, dass das Ding losfährt. Thank you.
natürlich gar nicht, ob den einzigen anderen brennt. Da was am Hals gehabt. Der Körper des Seraphim wird an einem sicheren Ort verwahrt. 1000 Fuß unter dem Hauptdeck. Ich habe den besten Zugangspunkt markiert. Boah, jetzt kommt da noch der Kampf da unten. Nach dem Level höre ich auf. Die super lang sind. Ich habe alles. Jetzt in die Tiefe. Der Seraphim war die rechte Hand des Vaters. Du und jeder andere auf diesem Planeten verdanken ihm eure Realität. Bruder, du bist vereist gewesen. Stirb! Bruder!
weil ich mich gerade aufgeregt. Wie kommt man da nochmal dran? Ist das Wasser? Ich glaube, man muss. Müsste ich wenn schon da einschwimmen. So. Oh oh, oh oh. Komm's her. Hui. Gesperrt. Wie kommt man da hin nochmal? Wenn ich da jetzt reinlaufe, flutet das ganze Ding. Ursprünglich reingekommen. Lol. Okay, nee. Auch nicht. Okay, da komme ich nicht mal hin. Wie kommt man da noch mal hin? Flogen? Hier war ich doch schon mal. Also in dem Loch war doch rot. Aber okay. So, ich habe hier einen BFG-Schuss wieder. Aber ich benutze ihn nicht für diese zwei hier. Perfekt.
Der ist dort. Was? Reporter gewesen. Richter? Hallo? Also, wenn ich irgendwo hat sich einer weggepackt. Da. Jetzt doch der Alarm. Spring, spring, spring. Das war's. Der dir deine Kraft gab. Es war göttliche Fügung. Ich
werde mein Bewusstsein in das Gerät übertragen, genau wie Vega. Ich werde dir helfen, wie ich es immer tat. Und jetzt werden sie dich fürchten. Sehen, ob es wirklich so. Aber das finden wir vielleicht nächstes Mal raus. Für dieses Mal heißt es. Bye bye.